Das ist das Rathaus von Berlin-Köpenick. Wer hier steht, denkt natürlich an den berühmten Hauptmann von Köpenick aus Karl Zuckmeyers Theaterstück. Jawohl, Herr Hauptmann! Unbedingt Gehorsam! Unweit dieser historischen Stätte wurde am 23. Juni 2015 im Penta Hotel erstmals die Auszeichnung Deutschlands bestes Presseregal verliehen. Das Hotel bot mit seinem besonderen Ambiente einen würdigen Rahmen für diese Veranstaltung, die vom Fernsehjournalisten Markus Brock moderiert wurde. In diesem Film erfahren Sie mehr über die Entstehungsgeschichte dieses Preises und über die Arbeit der Jury. Der Preis ist eine Premiere, der ist neu. Ja. Wie kam es zu diesem Preis? Ja, wir haben bei der Rundschau, also bei Media Look Live, seit über 20 Jahren eigentlich eine Kernkompetenz aufgebaut, was Branchenpreise betrifft. Und wir suchen immer oder sind immer dabei zu suchen und zu fördern wertschöpfungssteigernde Verkäufe, die für bestimmte Abteilungen bzw. für bestimmte Kategorien sind. Mhm. Und da haben wir uns halt umgeguckt und haben das Potenzial im Presseregal gesehen, sowohl im LEA wie auch bei der Tankstelle, und haben dann entschieden, in diesem Jahr das erste Mal in Zusammenarbeit und mit Unterstützung vom Bauer Verlag, das muss man auch mal hier erwähnen, auch ein herzliches Dankeschön, weil solche Preise sind ohne Unterstützung einfach nicht möglich und nicht machbar, haben wir das erste Mal dieses Mal umgesetzt. Und wie lief das im Auftaktjahr? Also man muss wirklich sagen, es ist großartig gelaufen. Wir haben von Anfang an relativ viele Bewerbungen bekommen, was auch aus unserer Erfahrung wirklich toll war, was wir auch im Rückblick gesagt haben manchmal, okay, das war wirklich eine super Sache. Und es waren tolle Bewerbungen dabei, wo wir einfach überrascht waren. Aber wir haben auch gesehen durch die ganzen Bewerbungen, da ist auch noch viel Potenzial. Also das hat uns einfach bestärkt darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, definitiv das zu machen. Das heißt, es wird weitergehen und es wird wahrscheinlich größer weitergehen im nächsten Jahr. Ja, unser Ziel ist definitiv, diesen Preis auf breitere Beine zu stellen. Also das heißt, weitere Sponsoren zu gewinnen und einfach den Preis auch weiterzuentwickeln. Weil wir sehen einfach aus Erfahrung auch bei den anderen Preisen, unser längster Preis, den wir haben, ist der Deutsche Fruchtpreis mit über 20 Jahren, dass sowohl der Handel durch die Gewinne, die es da gibt, einfach die Umsätze steigern können, auch die Motivation für die Teams gut sind, als auch für die ganze Kategorie einfach ein Schub möglich ist. Und das ist definitiv unser Ziel, diesen Preis längerfristig zu etablieren. Wir sehen uns später nochmal bei einer Preisübergabe. Herzlichen Dank, Herr Grigo. Dankeschön. Allen Juroren und Jurorinnen herzlichen Dank für Ihre Arbeit, denn das war nicht ganz einfach mit der Arbeit. Es gab viele Diskussionen, es gab viel zu checken und zu prüfen, wie das genau gelaufen ist. Das erzählt uns jetzt Jurymitglied Christian Böttcher vom Bauer Verlag. Herzlich willkommen. Was für Ideen hatten Sie denn in der Jury? Ja, also es gab natürlich erstmal die Vorlage von alten, bekannten Abfragen der alten Preise, die wir dann übernommen haben. Und ich glaube, die sind hier auch schon mal angeführt. Erscheinungsbild des gesamten Regals, Sortimentsleistung, wie breit und wie tief ist das Sortiment, welcher Service wird von den Mitarbeitern vor Ort geleistet, wie enthusiastisch sind die dabei. Vermarktungsleistungen, gibt es Zweitplatzierungen, gibt es Displays, gibt es am Regal irgendwelche Besonderheiten. Ja? Das sind so wirklich Dinge, die aufgefallen sind und die wir dann eben auch vor Ort geprüft haben. Ja, und wie sind Sie dann ganz konkret vorgegangen? Ja, wir haben zunächst einmal in einer ersten Jury-Sitzung alle, die eben aufgeführt waren, uns zusammengefunden, haben dann die 30 insgesamt vorliegenden Bewerbungen sind durchgegangen. Da waren sehr, sehr hervorragende Fotos dabei etc. Und die haben wir dann alle bewertet und haben dann gesagt, okay, von den 30 sind 17 dabei, die wirklich besuchenswert sind, die dann entsprechend dieser Kriterien nochmal untersucht werden. Das haben wir dann gemacht. Das war dann der Store-Check. Ich glaube, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Jeder der Jurymitglieder hat dann so um die 3-4 Märkte zugeteilt bekommen und die wurden dann eben besucht. Okay, und da sind Sie hingegangen und haben ganz genau geguckt, mit Abhackliste und Fotografie. Genau, also der Store-Check, der sieht so aus, man kommt zunächst einmal in den Markt und outet sich nicht als Jurymitglied, sondern einfach nur als Kunde, schaut sich das Regal an und gewinnt erste Eindrücke.
Dann, wenn man als klassischer Käufer am Presseregal das bearbeitet hat und aufgenommen hat, dann gibt man sich als Jurymitglied dieses Preises bekannt, möglichst mit dem Marktleiter oder mit dem stellvertretenden oder mit dem Non-Food-Leiter, der ja meistens dafür zuständig ist. Und dann wird das Gespräch gesucht, dann wird versucht herauszufinden, wie eben beispielsweise Serviceleistungen, Sortimentsleistungen, wie die Einstellung zum Regal ist, ob zwei Platzierungen gemacht werden und so weiter. Danach werden Fotos gemacht, die wurden dann von jedem Mitglied, so, also sehr viele, so 20 Fotos waren es dann meistens schon. Zu guter Letzt kam noch ein Fragebogen nach Schulnotensystem, den man ausgefüllt hat. Und damit war quasi der Store-Check abgeschlossen. Also ganz schön aufwendig. Und damit ging es dann von allen in die nächste Jury-Sitzung. Ja, genau. Dann kam die zweite Jury-Sitzung, die dann doch recht kontrovers gelaufen ist. Wir hatten eben von 17 Märkten all diese Unterlagen dabei. Und dann ging es in medias res. Wir mussten also wirklich nun die Gewinner, also die hier ja nun auch sitzen, aussuchen. Das war insofern kontrovers, weil wir überrascht waren über doch die Dominanz der Rewe. Wenn wir gleich sehen, wer alles gewonnen hat, dann ist da die Rewe immer wieder mit beteiligt. Wir haben einmal die Edeka und eine Tankstelle mit dabei, aber es war doch sehr, sehr, sehr Rewe konzentriert. Und das führte zu der Diskussion, warum ist es denn jetzt Rewe? Und wir haben aber alle entschieden, dass wir wirklich nach den Kriterien, die wir hier vorgenommen haben, objektiv entscheiden und entsprechend einfach die Besten gewinnen lassen mussten. Und es war nun mal in diesem Falle Rewe plus einmal Edeka und eine Tankstelle, eine Jet-Tankstelle. Ja, und Wenn das so ist, muss man dann so die Jury genau. Muss ganz neutral entscheiden und das kann ja vielleicht für die anderen erst recht ein Ansporn sein, beim nächsten Mal das besser zu machen. Werden wir sehen, wie es dann in einem Jahr ist. Genau. Nochmal herzliches Dankeschön an Sie und an die ganze Jury für Ihre Arbeit. Dankeschön.